Mittlerweile hat es, glaube ich, jeder in Deutschland mitbekommen. Wir haben eine sehr stark steigende Inflation. Die Wirtschaft wächst nicht mehr so stark, beziehungsweise sie wächst aktuell so gut wie gar nicht. Die Erholung von Corona etc., Probleme mit Lieferketten, Engpässe, jetzt auch noch ein Krieg. All das sind Probleme, die gerade natürlich auf die Wirtschaft drücken. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns als Online-Händler, als Selbstständiger, als Unternehmer. Ganz egal, ob Amazon FBA oder auch über einen Shop, das ist völlig egal. Es gibt mehr und mehr Erkenntnisse und auch Statistiken dazu, dass das Kaufverhalten der Leute aktuell sinkt. Sprich, dass weniger Produkte verkauft werden, dass das Kaufverhalten einfach im Grunde genommen für uns eher schädlich ist. In den USA ist das Ganze schon ein bisschen fortgeschritten, da gibt es so einen Index extra dafür, für das Kaufverhalten und die Kaufkraft der Leute. Und dieses ist um einige Prozentpunkte gesunken. Jetzt nicht um 80 oder 90%, also es gibt, der Markt ist nicht weggebrochen, aber um 4, 5, 6%. Und das ist schon erstaunlich, denn normalerweise wächst das permanent. So, das heißt, wir haben hier ein großes Problem. Jetzt ist die Frage, ist es ein großes Problem auch für uns als FBA-Händler? Was können wir erwarten? Bedeutet das, dass zum Beispiel das vierte Quartal, das Weihnachtsgeschäft wegfällt? Bedeutet das, dass das Geschäftsmodell weniger lohnenswert ist? Was müssen wir tun? Was sind die Probleme? Was kommt auf uns zu? Und darüber möchte ich heute in diesem Video mal sprechen. Ganz kurz vorneweg, für die Leute, die hier vielleicht neu dabei sind. Mein Name ist Niklas Spielmeier. Ich bin kein Wirtschaftsakademiker, obwohl ich mal ein angefangenes Wirtschaftsstudium tatsächlich habe. Aber seit 5 Jahren Unternehmer und in dem Bereich natürlich schon sehr, sehr viel auch über Zusammenhänge gelernt und auch ja, mittlerweile schon die ein oder andere Krise eben mitgemacht. Und dementsprechend kann ich da auch einiges aus Erfahrung erzählen und kann euch auch ein paar wichtige und relevante Tipps geben, die jetzt für die nächsten Monate und vielleicht sogar auch Jahre relevant sein werden. Der erste Punkt, den man verstehen muss, und das ist gerade für die Leute, die vielleicht am Anfang dastehen und erst seit kurzer Zeit selbstständig sind, ist, was bedeutet denn Inflation? Inflation bedeutet, dass Geld weniger wert wird und Waren verhältnismäßig sozusagen mehr wert werden. Das heißt, der Liter Benzin kostet nicht mehr 1,50, sondern der kostet 2 Euro. So, jetzt müssen wir feststellen, wer verliert, wer gewinnt. Denn das ist erstmal eine Sache, die ganz viele gar nicht sehen. Denn es gibt auch einen Gewinner hinter Inflation. Und das ist der Verkäufer, der sein Öl hat, ja, oder der das Benzin hat. Denn der kann jetzt 2 Euro nehmen statt 1,50 Euro. Das heißt, seine Umsätze steigen erstmal. Der Kunde, klar, ist im Grunde genommen der Verlierer, denn er muss mehr Geld bezahlen und wird in der Regel nicht direkt auch mehr verdienen. Das bedeutet, Inflation wird meistens, oder zumindest bei den meisten Arbeitgebern, nicht direkt aufs Gehalt draufgeschlagen. Das heißt, wenn wir jetzt 8% Inflation haben, Preise steigen um 8%, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Arbeitgeber morgen kommt und sagt, hey, pass auf, 8% mehr, oder dass der Kunde auf Amazon kommt und sagt, okay, 8% mehr und so weiter und so fort. Ja? Also im Grunde genommen ist es erstmal so, dass es einen Verzug gibt. Dadurch haben natürlich die Kunden weniger Geld insgesamt, ja, und können damit weniger Produkte stückzahltechnisch kaufen. Geld können sie natürlich noch genauso viel ausgeben, aber die Kaufkraft des Geldes sinkt eben. So, das heißt, das muss man erstmal verstehen. Wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, bedeutet das, dass derjenige, der Geld hat, verliert und derjenige, der Ware hat, also Produkte hat, gewinnt. Denn diese Ware und diese Produkte steigen ja im Preis. Ja, das gleiche System, vielleicht etwas bekannter für den einen oder anderen, haben wir bei Immobilien. Immobilien wachsen im Wert Jahr für Jahr. Klar, weil es eine Wertsteigerung an sich gibt, aber natürlich auch, weil Inflation einen riesengroßen Teil dazu gibt. Ja, weil 2 bis 3% von einer sehr großen Menge Geld sind natürlich jedes Jahr viel Geld. Deswegen werden Immobilien zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Immobilien auch immer wertvoller werden. Und was wir jetzt gerade sehen bei uns, ist eine Inflation, die auch noch anhalten wird. Denn es ist nicht nur so, dass die Inflation, ich sage einmal, durch Krisen etc. verursacht wird, sondern auch durch teilweise zusammenbrechende Lieferketten. Wir haben beispielsweise in der Autoindustrie gerade die Möglichkeit, weniger Autos zu produzieren, weil bestimmte Teile fehlen. Ja, zum Beispiel aus China oder aus der Ukraine etc. Das bedeutet, es gibt weniger Autos. Das bedeutet, die Autos können für mehr Geld verkauft werden. Das bedeutet wiederum, Inflation steigt. Ja, Ware wird mehr wert, Geld wird weniger wert. Das bedeutet, die erste Lektion, die jeder aus Inflation ziehen sollte, unabhängig, ob man selbstständig ist, Arbeitnehmer ist oder was auch immer ist, man darf kein Geld haben. Denn Geld verliert immer. Geld verliert den Wert. Ware gewinnt Wert, Immobilien gewinnen Wert. Ja.
Das sind so die Sachen, die ich immer empfehlen kann. Wenn man mal sehr viel Geld aufgebaut hat, kann man anfangen, Immobilien zu investieren. Ich würde zum Beispiel keine Aktien kaufen, wenn ich noch nicht reich wäre. Ich würde auch keine Kryptos oder sowas kaufen. Denn Aktien und Kryptos können genauso wie Inflation sinken und fallen. Ja? Und ein Unternehmen, was Ware verkauft, das kauft die Ware immer für weniger Geld ein und verkauft sie für mehr Geld. Ja, das ist ein safes Geschäft. Und Immobilien, zumindest wenn man nicht alles falsch macht dahinter, steigen in der Regel auch im Wert, wenn man sich die letzten 40, 50, 60 Jahre anguckt. Dann haben wir nie erlebt, dass eine Immobilie auf einmal super wenig wert war. Das ist auch mit Ware so. Du siehst, Ware wird immer teurer, das iPhone wird immer teurer, die Autos werden immer teurer, der Benzinpreis wird immer teurer, die Butter wird immer teurer, ganz normale Alltagsgegenstände, alles wird immer teurer. Und das bedeutet, dass es unglaublich wichtig ist, jetzt, wenn du es noch nicht getan haben solltest, mal zu überlegen, hey, ich habe Geld irgendwo rumliegen, ich habe vielleicht ein Sparbuch, wo Geld drauf liegt, ein Konto, wo ich vielleicht 10, 20, 30, 40.000 Euro drauf habe, die jetzt 8% weniger wert werden gerade im Jahr. Das muss ich mir mal vorstellen, 8%, 40.000 Euro, das sind ungefähr 3.000 Euro Wertverlust. 3.000 Euro. Stell dir das einfach mal vor, für die Person gerade, die zuschaut, kann ja jeder für sich selbst ausrechnen, schaut mal, was ihr gerade an Geldvermögen habt, also nicht arbeitendes Vermögen, sondern wirklich an Geld und rechnet einfach mal 8% davon aus und geht zum Geldautomaten, holt euch 8% davon und schmeißt es aus dem Fenster. Wer das macht, ist ein krasses Mindset. Ja, ich habe das mal gemacht, bevor ich habe es im Buch gelesen und dachte mir, ey, das ist eine geile Sache und habe das tatsächlich gemacht. So. Damals hatte ich zum Glück nur 600 Euro und habe dann damals, ich glaube, 40 Euro oder so habe ich aus dem Fenster geschmissen. Einfach nur, um mir das mal physisch vorzulegen, einfach wie dumm ich bin. Weil das ist ja eine Sache, die ist ja für jeden verfügbar. Und ich wusste das damals nicht, weil ich komme nicht aus dem Bereich, bin kein Wirtschaftsakademiker, ich komme nicht aus dem Umfeld, wo alle Leute mir erzählen, hey, Junge, du musst was mit deinem Geld machen, du kannst es nicht einfach rumliegen lassen. Ich wusste das nicht. Ja, bei mir hat es geheißen, hey, Bausparvertrag, das ist das Wahre und so weiter und so fort. Ja, und das ist das erste Learning, was wir ziehen müssen aus der Inflation. So, jetzt kommen wir mal in den praktischen Teil. Wir sind jetzt Händler. Was passiert jetzt gerade für uns? Wir kaufen Produkte gerade teurer ein. Ja, das bedeutet, zum Beispiel, wenn wir gerade in China Währung Ware einkaufen oder in der Türkei, dann wird der Warenpreis aktuell höher, weil die Rohstoffkosten steigen. Woher das jetzt kommt und was der Grund dafür ist, gar nicht so wichtig. Es ist einfach so und wir können auch nichts dagegen tun. Das bedeutet, der Einkaufspreis wird höher. Auf der anderen Seite sehen wir halt, wie gesagt, auch der Verkaufspreis. Wir können im Verkauf mehr nehmen, weil die Inflation sozusagen steigt. Ich würde hier tatsächlich ungefähr davon sprechen, dass das relativ ausgeglichen ist. Das heißt, dass man eine ähnliche prozentuale Marge hat. Ja, vielleicht schrumpft die ein wenig auf mehr Umsatz. Das heißt, grundsätzlich ist es nichts Schlechtes für die Verkäufe selbst. Aber, was natürlich der Fall ist, durch die gesenkte Kaufkraft, man verkauft erstmal weniger. Und hierbei ist jetzt aber ein wichtiger Punkt, weil mich wirklich viele Leute auf Instagram haben mich Leute angeschrieben, auf LinkedIn haben mich Leute angeschrieben, auch Leute bei uns aus dem Training haben mich angeschrieben und haben gesagt, hey, ich mache mir Sorgen, wie die Entwicklung weiterlaufen wird und ob gegebenenfalls einfach Handel etc. jetzt nicht mehr so lukrativ ist. Und man muss halt immer bewerten. Der Handel bricht nicht ein um 50% oder um 20%, sondern um eine einstellige Prozentanzahl, vermutlich irgendwo zwischen 1 bis 5% ein Rückgang. Das ist verhältnismäßig, bedeutet das, dass du zum Beispiel mit einem Produkt statt 20.000 Euro Umsatz machst du jetzt 19.600 Euro Umsatz. Klar, das ist ein Rückgang, das ist nichts Schönes, aber gleichzeitig gesehen ist es auch nicht so, dass jetzt die Grundlage entrissen wird, ja, oder es ist unmöglich, jetzt noch Geld zu verdienen oder das ist jetzt auf einmal alles Hokus Pokus und es kommt kein Geld mehr rein. Das ist Bullshit. Ja, das muss man ganz wichtig so halten. Und jetzt ist ein interessanter Punkt und das ist das, was ich immer schon gesagt habe. Wenn man sich positioniert, dann als Unternehmer, dann positioniert man sich am besten immer da, wo grundlegendes Wachstum vorhanden ist. Das heißt, der gesamte Handel schrumpft zwar, Amazon selbst in Deutschland wächst aber weiter. Das heißt zum Beispiel jetzt, ich kann das jetzt nicht für Online-Shop, da kenne ich jetzt auch keine Statistiken etc. Ich weiß nicht genau, wie sich da die Sales verändern, aber ich sehe, dass Amazon, die machen ja einen Quartalsbericht, weiterhin im zweistelligen Prozentteil im Absatz im deutschen Markt wächst. Das bedeutet, der Insgesamthandel geht zwar runter, aber der Anteil von Amazon am Handel steigt. Das bedeutet, auf Amazon selbst muss der Umsatz gar nicht zwangsläufig runtergehen, sondern das Wachstum verlangsamt sich nur. Bedeutet für mich als Amazon-Händler ist es trotzdem ärgerlich, ja, weil auch verlangsamendes Wachstum, umso schneller das Wachstum, desto besser.
Aber trotzdem gibt es im Grunde genommen auch dieses Jahr, wird wieder mehr umgesetzt werden, wahrscheinlich als letztes Jahr. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. In den USA, by the way, ist das nicht der Fall. In den USA ist Amazon anteilig vom Handel schon viel größer. Und dort ist wirklich ein Rückgang zu erkennen. Das heißt, da sind die Umsätze letztes Jahr von Amazon höher gewesen, als wahrscheinlich die dieses Jahr sein werden. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir liegen in Deutschland bei 16-17% Anteil vom Einzelhandel, den Amazon, den der Onlinehandel ausmacht. In den USA sind wir, glaube ich, bei 23%. Das heißt, da ist eine sehr, sehr große Schere zwischen. Ja, das sind mehrere hundert Milliarden, so 5-6% in dem Bereich. Ja, und Deutschland wird höchstwahrscheinlich sich den anderen größeren Industrienationen auch da Step by Step weiter angleichen. Auch durch Corona natürlich hat Amazon neue Kunden gewonnen. Meine Großmutter zum Beispiel, leidenschaftliche Amazon-Käuferin geworden, hätte vorher niemals darüber überhaupt nachgedacht, was auf Amazon zu kaufen. Das heißt, solange dieser Trend intakt ist, ist zumindest für uns als Amazon-Händler relativ wenig Problematik da. Aber, und das ist jetzt natürlich auch wieder ein Punkt, durch so eine Krise kann natürlich die Gesamtwirtschaftsleistung eines Landes langfristig so geschädigt werden, dass die Gesamtwirtschaft weniger wird. Hierbei, by the way, aber ist es wieder sinnvoll, wirtschaftlich aktiver zu werden, nicht passiver, sondern aktiver, um sich halt mehr Marktanteil zu sichern, um für sich safe zu machen, dass man immer gut über die Runden kommt. Denn langfristige Wirtschaftsschädigung bedeutet weniger Jobs, es bedeutet schlechtere Bezahlungen in Jobs. Das kennen wir in Deutschland, by the way, gar nicht. Ja, also ich bin jetzt 24 Jahre alt, seitdem ich geboren bin, gibt es in Deutschland kein wirklich krasses Jobproblem. Da sind wir einer der wenigen Länder in der Welt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so wenig Selbstständige verhältnismäßig haben, weil es so geile Jobs in unserem Land gibt. Ja, auch wenn die Leute mal sagen, oh, es ist scheiße, muss einfach mal in andere Länder fahren, in denen das nicht so ist, dass es ein Überjobangebot gibt, sondern wo die Leute mit 20 oder 21 Jahren vergeblich nach einer Stelle suchen, studiert sind, alles drum und dran oder Ausbildung gemacht haben. Kein Mensch will die einstellen, weil es keine Arbeitsplätze gibt. Das ist scheiße. In Deutschland haben wir ein absolutes Luxusproblem. Aber das kann sich natürlich langfristig auch mal verändern. Und jetzt noch ein interessanter Aspekt, den möchte ich gerne noch ergänzen. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Eher realistisch als optimistisch. Aber eine Sache, die für Deutschland in den nächsten 2 bis 3 Jahren auch noch mal für ordentlich Wirtschaftswachstum sorgen kann, ist, dass wir aktuell wieder, wie 2014, 15 war das, glaube ich, die Situation haben, dass wir eine sehr starke Zuwanderung haben werden dieses Jahr. Ich glaube, ich habe gestern oder vorgestern gelesen, dass wir ungefähr 600.000 bis 700.000 Ukrainer zum Beispiel bei uns aufgenommen haben. Das ist natürlich eine Bevölkerungsgruppe, die wir wahrscheinlich relativ einfach und schnell in unser Land integrieren können und da natürlich auch wieder eine Wirtschaftsleistung hinzukommt. Das sind ja Leute, die nicht aus dem Hintermond gewohnt haben, sondern das sind Leute, die auch Online-Produkte kaufen. Das sind Leute, die hier arbeiten können. Ja, das sind Leute, die auch aus der Heimat teilweise Geld mitbringen. Das sind Leute, die hier jetzt Jobs ausüben werden, auch eine Nachfrage erzeugen und dazu führen, das muss man sich vorstellen, ich glaube circa, kann man sich die Statistik nochmal genau angucken, ich glaube bei 92% der über 18-Jährigen, die hier hingewandert sind jetzt aus der Ukraine, waren in der Ukraine arbeitstätig. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie auch hier einen Job sich besorgen werden. Und das bedeutet wiederum, dass wir knapp 250.000 Arbeitskräfte zusätzlich haben, die ein Einkommen erzeugen und neue Kaufkraft. Ja, weil das wahrscheinlich auch größtenteils jetzt nicht unbedingt 70- und 80-Jährige sind, die hierher gekommen sind, sondern eher jüngere Leute. Unglaubliche Chance für unser Land. Ja, und auch gleichzeitig wieder unglaubliche Chance für Wirtschaftswachstum. Das sind so Dinge, die man auch immer mal im Kopf haben muss, weil es nicht immer nur alles, natürlich in den Medien ist es immer alles, wenn man die Bild liest, ja, dann ist es immer, oh Gott, bald sind wir alle arm und der Wohlstandsverlust in Europa und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt auch sehr viele Chancen und es gibt auch sehr viele positive Zeichen für uns, die man nutzen kann, wenn man eben in der Lage ist, wirklich sich mit seinen Produkten und dem Angebot, was man selbst hat, am Markt so zu positionieren, dass man einen wachsenden Marktanteil gewinnt. Ja? Und das ist das, was wir letztendlich machen. Das ist das, was wir auf Amazon machen. Das ist das, was wir unseren Kunden beibringen, was wir unseren Coaching-Teilnehmern beibringen. Und das ist das, was im Grunde genommen jeder lernen kann. Aber das Erste, und damit fängt es an, ist das Verständnis, erstmal zu entwickeln, okay, was bedeutet Inflation, was bedeutet Rezession und wie gehe ich damit um, um am Ende wieder als Gewinner dazustehen? Denn es ist scheißegal, was du für Karten bekommst in einem Spiel. Es geht darum, das Spiel zu gewinnen. Ja? Wenn deine Karten schlecht sind, willst du das Spiel trotzdem gewinnen. Wenn deine Karten schlecht sind, ja, das funktioniert vielleicht beim Poker, aber im echten Leben geht das nicht. Kannst du nicht die Karten hinspielen und sagen, ich will neue. Ja, sondern du musst mit diesen Karten spielen und es muss immer das Ziel sein, zu gewinnen.
Und das ist ein extrem relevantes Learning, was man jetzt gerade auch in diesen Zeiten haben sollte. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern gerade jetzt aktiv zu suchen, was kann ich machen? Wie kann ich mehr Produkte an den Markt bringen? Wie kann ich starten vielleicht? Wie kann ich skalieren? Wie kann ich neue Marktplätze erschließen? Und so weiter und so fort. Wenn das für dich interessant ist, schau gerne mal auf unserer Seite vorbei. Bewirb dich gerne bei uns für ein Erstgespräch. Können wir mal schauen, ob wir dir helfen können. Und ansonsten, wenn es Fragen gibt oder Anregungen, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mein Name ist Niklas Spielmeier. Weiterhin viel Erfolg und ciao.